Du bist schon ewig Single, vielleicht sogar schon dein ganzes Leben lang, und fragst dich, warum stehen eigentlich die Frauen nicht auf mich? Hier kommt die Antwort: 15 Gründe, warum Frauen nicht auf dich stehen. Hey, ihr Fashion Boys und Girls da draußen, ich bin Chris Kiss und willkommen zum Dating Dienstag. Übrigens, wenn ihr euch denkt, wow, geiler Pulli, gibt's übrigens jetzt auch richtig als Merch, schaut mal hier direkt unter dem Video, da ist das ganz oben dick und fett verlinkt. Vorausgesetzt, du hast keinen Adblocker an. Aber hey, das hast du ja auf meinem Kanal sowieso nicht. Ne? Kann es sein, dass du dumm anschnallen und los geht's. Hier sind 15 Gründe, warum Frauen nicht auf dich stehen. Nummer 1. Du willst, dass Frauen auf dich stehen. Du bist super krampfhaft auf der Suche nach einer Freundin und für dich hat das einfach oberste Priorität und du vergisst alle anderen Dinge, die in deinem Leben eine Rolle spielen. Ist verzweifelt und das merkt die Frau. Immer dran denken, du musst erst mit dir selbst glücklich werden, bevor du zu zweit glücklich wirst. Sei also entspannt und lauf nicht jeder Frau hinterher, die bedrängt nicht auf den Bäumen ist. Zweitens, du willst alles richtig machen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass du einfach zu vorsichtig bist. Du versuchst bloß keine Fehler zu machen, bloß nichts Falsches zu sagen oder dich falsch zu verhalten. Und ja, dadurch passiert am Ende auch nichts. Und vor allem bist du durch diesen Perfektionismus auch sehr schnell sehr langweilig. Und wer nicht riskiert, der gewinnt auch nicht. Drittens, du hast keine Ecken und Kanten. Du versuchst also auch von deiner Persönlichkeit her Mr. Perfect zu spielen. Buddy, das wird nicht funktionieren. Kein Mensch auf dieser Welt ist perfekt. Und perfekt sein bedeutet immer, dass du total glatt gebügelt bist. Und glatt gebügelte Persönlichkeiten sind einfach kackenlangweilig. Frauen wollen Persönlichkeiten und keinen Roboter, der alles in jedem Moment immer richtig machen will. Perfekt sein ist sowieso so ein Ziel, das wirst du im Leben niemals erreichen. Viertens, du bist ein Ja-Sager. Du hast also keine eigene Meinung, sondern fängst einfach an, jeder Frau nach dem Mund zu reden und ihre Meinung einfach zu kopieren und dich sofort in jeder Hinsicht anzupassen und alles zu machen, was sie auch will, obwohl du das überhaupt nicht willst. Kurz gesagt, du verhältst dich wie ein Schoßhündchen. Du rennst Frauchen hinterher und willst, dass Frauchen dich mit irgendeinem Leckerli belohnt. Solche Typen sind super unattraktiv, weil bei sowas auch einfach kein Austausch stattfinden kann. Und eine Beziehung braucht auch einfach mal zwei Meinungen und nicht wir verschmelzen zusammen zu einer Persönlichkeit. Fünftens, du verkaufst dich unter Wert. Oder auch anders gesagt, es fehlt dir an Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Du verramschst dich wie in so einem Euroladen. Überleg dir mal, wenn du so ein Preisschild um den Hals hängen hättest, was würde da draufstehen? Willst du, dass dich einfach jeder kauft? Oder willst du, dass dich nur die Leute kaufen, die auch deinen Wert zu schätzen wissen und auch bereit sind, das zu bezahlen? Hier geht es natürlich nicht um Geld, aber wenn du anfängst, dich wie ein Stück Scheiße zu verkaufen, dann wirst du natürlich auch genauso von deinem Gegenüber behandelt. Nicht die Frau ist der Preis, du bist der Preis. Nummer 6. Du trägst die Frau auf Händen. Bedeutet also, du willst sie erobern. Ne? Ist so eine Formulierung, die wir alle kennen. Bedeutet aber immer, du versuchst die Frau irgendwie zu überzeugen und dir irgendwie ihre Liebe zu erkaufen. Indem du dich ganz bestimmt verhalten willst, damit sie dich plötzlich mag. Das ist scheiß Manipulation und das hat nichts mit einem gesunden Flirt zu tun, wo einfach beide ihren Teil leisten müssen. Und nicht nur du als Mann irgendwas tun musst, damit Madame sich erbarmt und mit dir zusammen ist. Kleiner Vorschlag, fang einfach mal an, Frauen wie ganz normale Menschen zu behandeln. Siebtens, du hast keine Ansprüche. Du bist also der Kandidat, der sich super freut, wenn er endlich mal wieder nach Monaten Kontakt zu einer Frau hat und ja, die sofort mit offenen Armen empfängt. Und von Sekunde 1 darauf fixiert ist, mit ihr eine Beziehung zu wollen und sofort verknallt ist und die rosarote Brille aufhat. Wenn du also so ein anspruchsloser Typ bist und ja, wirklich alles nimmst, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, ja, dann finden das nun mal auch die meisten Frauen super unattraktiv. Weil du damit einfach sehr deutlich zeigst, dass du überhaupt nicht weißt, was du willst. Und dass du einfach super unreif von deiner Persönlichkeit bist. Du als Kerl musst ganz konkret wissen, wie deine Partnerin ist. Und wenn eine Frau da nicht reinpasst und deine Anforderungen nicht erfüllt, ja, dann musst du halt auch mal der Frauenkorb geben. Wenn du nicht anfängst, Körbe zu verteilen, dann werden die Körbe früher oder später bei dir landen. Achtens, du spielst ihr etwas vor. Du bist also nicht echt, sondern du versuchst dich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten,
damit Madame dich mag. Das ist nicht nur höchst manipulativ. Und ja, diese Manipulation fängt auch schon damit an, wenn du irgendwie versuchst, der Frau die ganze Zeit Komplimente zu machen, damit sie dich mag oder ihr Geschenke machst. Das Ganze ist auch noch super unauthentisch und damit alles andere als glaubwürdig. Und wenn eins bei der Partnersuche super wichtig ist, dann ist es das Thema Ehrlichkeit. Wenn du aber schon der Frau gegenüber dich unehrlich verhältst und auch unehrlich dir gegenüber, ja, dann wundert dich auch nicht, dass die das nicht attraktiv findet. Neuntens, du bist sozial inkompatibel. Heißt also, du hast zum Beispiel überhaupt keinen Freundeskreis, du weißt auf Partys überhaupt nicht, wie du mit Menschen umzugehen hast, du bist überhaupt nicht dazu in der Lage, ein Gespräch zu führen, du bist sofort überfordert, wenn dich irgendwie die Kellnerin anspricht oder du generell mit wem Fremdes in Kontakt kommst. Sogenannter Social Proof ist so ein Attraktivitätsbooster. Wenn die Frau weiß, du kannst mit Menschen umgehen, du kannst mit Menschen reden und die kann dich auch mit zu irgendwelchen Events nehmen, auf Partys oder sonst wohin, dann macht dich das unglaublich attraktiv. Und soziale Kontakte zeigen der Frau auch immer wieder, okay, der Typ hat schon die Bestätigung von anderen Menschen, ja, der ist nicht der totale Creep, weil andere Menschen wollen mit dem Zeit verbringen, die mögen den. Wow. Für die Frau der stärkste Beweis, dass du nicht irgendein creepiger Massenmörder bist. Zehntens, du handelst inkongruent. Das heißt, ganz einfach gesagt, du bist dir selber einfach nicht treu. Du hältst dich nicht an deine eigenen Worte. Du hältst dich nicht mal an deine eigenen Prinzipien. Das sind Typen, die A sagen, aber B machen. Die zum Beispiel der Frau erzählen wollen, ja, ich will mein Leben endlich in den Griff kriegen und ja, ich werde mir einen Job suchen. Und ja, selbst nach 2 Monaten passiert noch immer nichts. Oder die der Frau erzählen wollen, ja, ich bin ja ein total offener und kommunikativer Typ und mit mir kann man super viel Spaß haben. Ja, und dann mit der beim Date sitzen und die Zähne nicht auseinander bekommen. Solche simplen Sachen zeigen der Frau, dass du einfach nicht kongruent bist. Dass du nicht stimmig bist. Dass man sich auf dich auch nicht verlassen kann. Dass du damit keinen Preis in der Attraktivitätslotterie gewinnst. Muss ich dir, glaube ich, nicht erklären. Fang an, Prinzipien aufzustellen, fang an, Gesetze zu entwickeln, nach denen du einfach lebst und ein ganz striktes und festes Mindset zu haben. Denn dann bist nicht du derjenige, der um die Frau kämpfen muss, sondern die Frau muss auch ein Stück weit um dich kämpfen. Nummer 11, du hast zu viel Zeit. Aber Chris, das ist doch voll toll, wenn man ganz viel Zeit für seine Traumfrau hat. Ja, könnte man meinen, zeigt aber auch sehr deutlich, wie unglaublich verzweifelt du einfach bist. Wenn du sofort anfängst zu springen, wie so ein Hündchen, dem man Stöckchen wirft, dann ist das für die Frau unattraktiv. Wenn du ein Typ bist, der sich für die Frau viel mehr Zeit nimmt als für sich selbst, dann ist das unattraktiv. Und wenn du jemand bist, der nicht mal Hobbys hat, der nicht mal Dinge für sich selbst hat, sondern sein einziges Hobby die Frau ist, dann ist das unattraktiv. Ne? Wie schon gesagt, erst mit sich selbst glücklich werden und dann kann man zu zweit glücklich werden. Du bist unlustig. Natürlich musst du kein Clown sein und kein Comedy-Preis gewinnen, aber du solltest zeigen, dass du schlagfertig bist. Das ist etwas, das ihr einfach zeigt, dass du Kommunikationsstärke besitzt und auch generell ein intelligentes Kerlchen bist, weil du einfach schnell gewisse Dinge miteinander verknüpfen kannst. Es ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen, die Ironie nicht verstehen, einfach weniger Intelligenz besitzen. Fang also vor allem an, deine Schlagfertigkeit zu trainieren, indem du immer wieder das Gespräch mit fremden Menschen suchst und generell so viel dich unterhältst wie möglich. 13. Du bist nicht bereit für Veränderungen. Du bist also so ein Typ, der für alles eine Ausrede findet und es gibt immer 1000 Gründe, irgendetwas nicht zu machen und warum sollte ich denn etwas Neues ausprobieren und das ist mir total unangenehm und wer weiß, ob ich damit überhaupt Erfolg habe und bla 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 bla. Wenn dein bisheriges System nicht funktioniert, dann musst du das System ändern. Dann musst du etwas an dir und deinem Leben verändern, damit es dann auch mit den Frauen klappt. Tja, sie wird nicht eines Tages an der Tür klingeln und sagen, hallo, hier bin ich. Wir sprechen also davon, die Komfortzone zu verlassen. Denn die hält dich im Leben immer davon ab, Erfolg zu haben. Und bereit für Veränderung zu sein, bedeutet auch immer in der Lage zu sein, zu reflektieren. Ja, das eigene Verhalten mal zu reflektieren, das eigene Leben zu hinterfragen und nicht einfach alles irgendwie nickend hinnehmen, sondern selber auch mal eigene Baustellen, Fehler erkennen und daran zu arbeiten. Du musst selber bereit sein, etwas zu verändern. Mir persönlich musst du überhaupt nichts beweisen.
Aber du musst dir selber etwas beweisen. Und wer der Kandidat bequem ist, der den ganzen Tag nur irgendwie so vor sich hinlebt und überhaupt nicht mal irgendwie was Neues macht und jeder Tag einfach gleich abläuft, der muss sich auch nicht wundern, dass keine Frauen auf ihn stehen. Persönlichkeitsentwicklung fängt immer damit an, dass du bereit bist, etwas an dir zu verändern. Und deshalb gibt es auch Grund 14, du vernachlässigst dich. Sowohl in deiner Optik als auch in deinem Charakter. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwie wie ein Model auszusehen und super viel Wert auf seine Optik zu legen. Aber eine gewisse Grundpflege, eine gewisse Grundhygiene und einfach irgendwie auch das Interesse, das Bestmögliche aus sich rauszuholen, ist halt einfach so eine absolute Basis, um überhaupt auf Frauen attraktiv wirken zu können. Und genau das Gleiche betrifft auch deinen Charakter, deinen Lebensstil, deine Persönlichkeit. Wenn du auch hier einfach total schludrig lebst und ja, dir alles irgendwie total egal ist und du völlig unbewusst lebst, dann hast du hier auch einfach kein Selbstbewusstsein. Und wenn jemand nicht bewusst lebt, dann ist das halt auch immer ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass dieser Mensch sein Leben nicht im Griff hat. Und zu guter Letzt, Nummer 15, du holst dir die Tipps von den falschen Leuten. Nein, ich möchte damit gar nicht sagen, dass ich das allwissende Orakel bin und du nur noch hier irgendwie auf meinem Kanal unterwegs sein solltest. Klar, bekommst du super viele Infos, aber mir geht's vor allem darum, dass du dir nicht anfängst, Tipps von Freunden zu holen, die genau die gleichen Probleme mit Frauen haben. Denn diese Sprüche kennen wir alle. Ja, ich habe meine Freunde gefragt und die haben gesagt, ich soll das so und so bei dem Mädel machen. Und dann sind das die Kandidaten, die selber schon ihr Leben lang Single sind. Funktioniert so einfach nicht. Fang nicht an, dir Tipps aus falschen Quellen zu holen. Fang nicht an, einfach alles nachzuplappern, was du aus Filmen oder Serien kennst, was dir Mama und Papa erzählt haben oder irgendwelche Freunde von dir. Sondern hinterfrage diese Dinge immer und wenn du dir Tipps holst, dann bitte von Leuten, die sich damit auch auskennen. Und ja, ich mache das nicht ohne Grund schon seit 6 Jahren hier auf YouTube und ich habe auch nicht schon ohne Grund hier ein Buch geschrieben, einen Dating-Ratgeber mit 100 Tipps, 100 Fragen und Antworten, also wirklich dein ultimativer Ratgeber für jede Situation. Dieser Kanal wäre also vielleicht schon mal ein Anfang. Kannst du ganz einfach machen, indem du hier unten auf Abonnieren klickst. Und ja, dann geht es jetzt hier auf der Seite weiter, klick dich da durch und check gerne mal diesen Merch aus. Guck mal da, ganz oben, direkt hier unter dem Video, da kannst du ein paar coole Sachen kaufen und mich damit unterstützen. Bis nächsten Dienstag, macht es gut und ciao.